Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Ergänzungen zur Lagrange-Methode. Mit dem Wissen über implizite Funktionen können wir nämlich nun zeigen, warum die Lagrange-Methode funktioniert und können hier noch einige zusätzliche Ergebnisse dafür herleiten. Dafür schauen wir uns nochmal folgende Musteraufgabe an, die wir uns auch schon bei der Einführung der Lagrange-Methode in dem Video angeschaut hatten. Die Produktionsfunktion, die wir betrachten, lautet 100 mal x1 mal x2. x1 und x2 sind die Preise der beiden Faktoren a und b mit Faktorpreisen von 2 bzw. 3 Geldeinheiten pro Mengeneinheit und man bestimme die optimale Faktorkombination beim Produktionsniveau von q gleich 200. Ich sage hier noch gleich mit dazu, ich werde an einigen Stellen hier die q gleich 200 nicht sofort ausnutzen, sondern das q stehen lassen, weil wir uns das im Folgenden noch etwas genauer anschauen wollen, was ist unabhängig von dem q und was bezieht sich genau auf das konkrete q. Die Kostenfunktion, die sich in diesem Fall ergeben hat, war also eine lineare Kostenfunktion, 2 mal x1 plus 3 mal x2. Das war die Funktion, die wir optimieren sollten, also die optimale Kombination mit den geringsten Kosten finden, die aber immer noch sicherstellt, dass 100 mal x1 mal x2 ein bestimmtes Produktionsniveau erreicht. Und in den Beispielen, wo ich ein konkretes Niveau hernehme, sage ich, es soll 200 erreicht werden. Das war also dann der Fall, wenn x1 mal x2 gleich 2 ist. Ja, die mussten also im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Wie konnten wir uns das visualisieren? Die Kostenfunktion ist hier nochmal als Hyperebene dargestellt. In x1-Richtung mit einer Steigung von plus 2, in x2-Richtung mit einer etwas höheren Steigung plus 3. Und wir haben also hier die ganz hohen Kosten in dunkelblau, die ganz niedrigen Kosten in hellgelb. Und wenn wir die Kosten einfach minimieren wollten, würden wir ganz nach da unten marschieren und würden dann bei der Faktorkombination von 0 Einheiten vom ersten Faktor und 0 Einheiten vom zweiten Faktor ankommen, der dann auch mit 0 Kosten verbunden ist. Und das ist aber natürlich nicht das, was uns interessiert, sondern wir möchten ja einen Einsatz von sowohl x1 als auch x2 haben, um ein bestimmtes Niveau im Output zu erreichen. Und da habe ich also hier einmal die Isoquante der Produktionsfunktion eingezeichnet, für die q gleich 200 ist. Also alle Kombinationen von x1 und x2, die auf dieser schwarzen Linie liegen, erzeugen einen Output von 200 Mengeneinheiten. Und unter denen möchten wir jetzt die mit den geringsten Kosten ermitteln. Und da sehen wir also, wir gehen hier oben von so einem dunkelblau-grünen Bereich in diesen hellgelben und dann wieder zu was dunklerem Grün, also irgendwo hier unten werden dann die minimalen Kosten liegen und das ist also der Punkt, wo wir so weit wie möglich auf der Kostenfunktion nach unten gekommen sind. Schauen wir uns das nochmal in dieser Wanderkartendarstellung mit Höhenlinien oder Niveaulinien an. Wir haben also hier unsere x1-Richtung, hier unsere x2-Richtung, in der Richtung mit plus 2 und in der mit Steigung plus 3. Das sehen wir also zum Beispiel, dass die Faktorkombination von 2 und 0 Kosten von 4 erzeugt und von 4 und 0 erzeugt Kosten von 8. Und hier die Kombination 0 und 4 erzeugt Kosten von 3 mal 4 gleich 12. Also so kann man dann diese Steigung ablesen. Dann sehen wir, es gibt aber jedes Mal unendlich viele Kombinationen, die das gleiche Kostenniveau haben. Und das sind immer so Geraden, weil wir eben eine lineare Kostenfunktion haben. Und damit die Darstellung nicht zu überladen ist, lasse ich jetzt aber mal die Niveaulinien der Kostenfunktion weg, lasse auch das Dunkelblau und Gelb weg und mache es nur noch in Graustufen. Also hier oben haben wir hohe Kosten, da unten haben wir niedrige Kosten und man sieht die Niveaulinien mit den gleichen Kosten, diese ISO-Kostenkurven, wenn man so möchte, verlaufen so linear hier herunter. Und in Rot habe ich jetzt hinzugefügt die Isoquante der Produktionsfunktion.
Also diese blauen Linien, die wir vorher hatten, waren die Isoquanten der Kostenfunktion und hier haben wir die Isoquante der Produktionsfunktion bei einem Output von 200 hingemalt. Also unter all diesen Kombinationsmöglichkeiten möchten wir jetzt die finden, die durch den hellsten Punkt sozusagen hier unten läuft. Und alle von diesen Punkten erzeugen aber das gleiche Output-Niveau, also zum Beispiel die Kombination 2,1 erzeugt das Niveau 100 mal 2 mal 1, also 200. Und dieser Punkt erzeugt 100 mal 1 mal 2, auch 200 als Produktionsniveau. Und die haben aber unterschiedliche Kosten. Also hier sind wir etwas niedriger und da sind wir etwas höher vom Kostenniveau. Das sehen wir noch klarer, wenn wir jetzt mal mit so ein paar Niveaulinien für unsere Kostenfunktion hier durchmarschieren. Und dann sehen wir, dieser Punkt und dieser Punkt, die haben die gleichen Kosten, sind mit genau den gleichen Kosten von nämlich 8 verbunden. Das ist also hier genau der Punkt 1 und 2. Wenn ich nämlich 1 mal 2 plus 3 mal 2 an Kosten habe, komme ich auf den Wert von 8. Und die Kombination 3 und 2 Drittel hat das gleiche. Das gleiche Kostenniveau. Und sie haben auch beide das gewünschte Produktionsniveau von 200, sind also beides Schnittpunkte von der roten Linie. Und dann sehen wir aber, dass wir hier noch weiter nach unten kommen mit unserem Kostenniveau auf 7 und sogar noch etwas niedriger auf 6,9. Und das hier ist dann die optimale Faktorkombination von x1 und x2, die also so gerade noch auf beiden Kurven liegt. Also wir sehen, dass dann die Niveaulinie der Kostenfunktion und die Niveaulinie der Produktionsfunktion, dass die beide genau tangential zueinander liegen. Die haben in dem Punkt genau die gleiche Steigung. Und das können wir jetzt auch wirklich formal herleiten mit unserem Satz über die Ableitung von impliziten Funktionen. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Ausgangspunkt ist also, dass wir mal unser Output-Niveau festlegen. Ja, wir haben also irgendeine Nebenbedingung f, die einen Wert q erlangen soll. Und deshalb wissen wir, können wir nicht beide x1 und x2 frei wählen, sondern x2 ist implizit als Funktion von x1 festgelegt. Und wenn das so ist, über diese Nebenbedingung, dann können wir das auch in unsere Kostenfunktion oder allgemeiner unsere Zielfunktion einsetzen. Können wir sagen, x1 können wir frei wählen und f von x1 ergibt sich implizit aus der Nebenbedingung. Und das, was wir suchen, ist jetzt ein Optimum dieser Kostenfunktion in Abhängigkeit von x1. Das heißt, unsere Bedingung erster Ordnung ist, dass im Optimum wir einen kritischen Punkt oder einen stationären Punkt haben müssen. Dass also die Ableitung von c nach x1, die muss gleich 0 sein. Dafür bilden wir hier das totale Differential. Und wie das funktioniert, ist wieder über die Kettenregel, die wir auch im vorigen Video für die Ableitung der impliziten Funktion angeschaut hatten. Wir können also sagen, wir haben eine Funktion c von g von x1, wobei g von x1 ein Vektor von Argumenten ist. x1 ist einfach x1 und x2 ist irgendeine Funktion f von x1. Und wenn wir die dann ableiten, diese innere Ableitung bilden, dann bekommen wir da 1 und f' von x1. Und die Ableitung von diesem Ausdruck hier ist dann also die äußere Ableitung ausgewertet, immer noch an derselben Stelle, multipliziert mit der inneren Ableitung. Und die innere Ableitung ist eben dieses g' von x1. Und das können wir dann ausmultiplizieren. Und da kommt genau so ein Ausdruck heraus, wie wir ihn im vorigen Video auch bei den impliziten Funktionen gesehen haben. Aber hier jetzt für unsere Kostenfunktion. Ja, diese Bedingung muss gelten.
Ich lösche das hier nochmal. Es muss also gelten, die partielle Ableitung der Kostenfunktion nach x1 plus partielle Ableitung der Kostenfunktion nach x2 mal diese Ableitung der impliziten Funktion, die muss gleich 0 sein. Und wenn wir dann alles auf die rechte Seite bringen, was nicht f' ist, dann haben wir da dieses Verhältnis der partiellen Ableitung stehen. Und den gleichen Art Ausdruck bekommen wir ja aber auch durch unsere Nebenbedingungen. Durch die ist ja die Funktion überhaupt implizit festgelegt und auch darüber können wir eine implizite Ableitung durchführen. Und das ist genau das, was wir im vorigen Video angeschaut haben, dass eben f' minus das Verhältnis der partiellen Ableitung ist. Und dann sehen wir aber, dass hier das gleiche f' steht, aber unterschiedliche Verhältnisse von Funktionen. Einmal der Kostenfunktion und einmal der Produktionsfunktion. Oder allgemeiner gesprochen der Zielfunktion und der Nebenbedingung. Ja, wenn wir das also hinschreiben, dann wissen wir, im Optimum muss gelten, einmal muss unsere Nebenbedingung natürlich gelten. Das ist der Startpunkt von allem. Und außerdem muss die Tangente an die Niveaulinie der Produktionsfunktion gleich der Steigung der Tangente an die Kostenfunktion sein. Wenn das beides gleich ist, können wir das Minuszeichen da auch loswerden. Das brauchen wir nicht. Und wir können mit C2 multiplizieren, C2' und mit F1' dividieren, damit wir alles, was von der Ableitung nach der zweiten Variablen abhängt, links steht und die Ableitung nach der ersten Variablen rechts. Und dieses Verhältnis dieser Ableitung entspricht dann dem, was wir auch Lambda in unserem Lagrange-Ansatz genannt haben. Warum? Das werden wir jetzt gleich sehen. Klar ist, dass also diese beiden Verhältnisse gleich sein müssen. Das hatten wir ja aus den Überlegungen vorher gesehen. Dann schreiben wir uns doch einmal hin, was das heißt. Ich schreibe das hier mal in dieser verkürzten Schreibweise hin, dass das Verhältnis von C2' und F2' gleich Lambda sein muss. Und dann kann ich das auf die rechte Seite bringen, das F2' und dann kann ich dieses Produkt abziehen und habe dann da stehen C2' minus Lambda mal F2' ist gleich 0. Das muss gelten. Und dasselbe kann ich hier auch auf der rechten Seite machen, mit F1' durchmultiplizieren und dann abziehen und dann bekomme ich daraus, dass C1' minus Lambda mal F1' gleich 0 sein muss. Und diese beiden Bedingungen erhalte ich aber genau als Bedingung erster Ordnung aus meinem Lagrange-Ansatz. Und außerdem muss natürlich noch die Nebenbedingung gelten, dass f gleich q ist. Und das sind aber genau die drei Ableitungen der Lagrange-Funktion. Die Ableitung der Lagrange-Funktion nach dem ersten Faktor gibt genau C1' minus Lambda mal F1' und die muss gleich 0 sein. Nach dem zweiten Faktor den analogen Ausdruck und die Ableitung nach Lambda ergibt immer, dass die Nebenbedingung gelten muss. Und damit haben wir also gesehen, warum die Lagrange-Funktion so gebaut wurde. Die wurde gemacht dafür, dass man schematisch genau diese drei Bedingungen erster Ordnung bekommt, die man sich auch hier über die Ableitung mit Hilfe von impliziten Funktionen und dem totalen Differential hätte herleiten können. Schauen wir uns das Ganze also nochmal grafisch an und rechnen uns das genau aus, was wir da brauchen. Die Kostenfunktion in diesem Beispiel war 2 mal x1 plus 3 mal x2. Wenn ich die Ableitung nach x1 bilde, ist das einfach 2. Die Ableitung nach x2 ist 3. Also das Verhältnis, das negative Verhältnis dieser beiden partiellen Ableitungen ist minus 2 Drittel.
Das heißt also, die Niveaulinie der Kostenfunktion ist einfach eine Gerade mit Steigung minus 2 Drittel. Wie schaut das aus mit der Isoquante der Nebenbedingungen? Da hatten wir 100, 200 ist gleich 100 mal x1 mal x2. Wenn wir die ableiten, also das Niveau von 200 brauche ich hier gar nicht. Das Entscheidende ist wirklich nur die Form der Funktion. 100 mal x1 mal x2. Nach x1 abgeleitet fällt x1 weg und wir behalten 100 mal x2 übrig. Und nach x2 abgeleitet behalten wir 100 mal x1 übrig. Dann können wir die 100 da auch rauskürzen und es bleibt übrig minus x2 durch x1. Das heißt also, im Optimum muss gelten, dass diese beiden gleich sind. Diese beiden Verhältnisse und es muss gelten die Nebenbedingungen natürlich. Dann setzt man das doch einmal ein, dass also minus x2 durch x1 gleich minus 2 Drittel ist. Und dann kann ich mit minus 1 durchmultiplizieren und kann mit x1 auch noch durchmultiplizieren. Dann steht da x2 ist gleich 2 Drittel mal x1. Und wenn ich das in meine Nebenbedingungen einsetze, dann steht da 200 ist gleich 100 mal x1 mal 2 Drittel mal x1. Und das ist 200 durch 3 mal x1 zum Quadrat. Die 200 kann ich auf beiden Seiten kürzen und bringe die 3 noch rüber. Dann habe ich da stehen, 3 ist gleich x1 zum Quadrat oder x1 ist die Wurzel aus 3. Und wenn ich x1 dann ausgerechnet habe, kann ich in diese Gleichung einsetzen und kann x2 bekommen. Und da kommen wir genau auf die Lösung, die wir schon vorher kennen. x1 ist die Wurzel aus 3 und x2 ist 2 Drittel davon. Und das sind genau die Lösungen, die wir in dem früheren Video zum Lagrange-Ansatz auch schon ausgerechnet hatten. Und wenn wir dann hier einsetzen für diese beiden Stellen, dann bekommen wir da genau minus 2 Drittel heraus, was dasselbe ist wie diese Steigung da oben. Ja, also nur in diesem Optimum gelten sowohl die Nebenbedingungen und die Steigung beider Niveaulinien oder beider Isoquanten ist genau gleich. Malen wir uns das nochmal auf. Alle Punkte hier sind die, wo die Nebenbedingung gilt. Und die Steigung dieser Isoquant der Produktionsfunktion ist zu Anfang halt höher, dann wird sie flacher und dann wird sie noch flacher. Und nur in diesem Punkt hier unten sind diese beiden Steigungen wirklich genau gleich. Und dort liegt dann das Optimum. Also wir haben hier nichts Neues vom Rechnen her gesehen. Wir haben nur gesehen, dass die Lagrange-Methode eine schematische Durchführung dessen ist, was man sich überlegen kann, wenn man implizite Funktionen kennt und das totale Differential und die Kettenregel kennt und so weiter. Und warum der Lagrange-Ansatz in den Wirtschaftswissenschaften so gerne verwendet wird, ist, dass man das alles aber auch nicht wissen muss, sondern es auch schön nach dem Kochrezept in Anführungsstrichen der Lagrange-Methode durchrechnen kann und auch so auf die richtige Lösung kommt.